Dann ist das hier vielleicht ein bisschen doof. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier halt quasi erreicht, was wir erreichen wollten. Hier drüben haben wir noch ein Lavafeld. Da würde ich dann aber eigentlich fast Glas hinhaben wollen. Wobei ich halt gerade echt kein Glas habe. So. Wo war denn mein Ofen? Mein Ofen war da hinten, ne? Genau, so. Da bin ich auch noch nicht so hundertprozentig zufrieden, aber das hier ist ja alles zu, da brauche ich eigentlich auch nichts mehr machen. Habe ich da noch irgendwelche Metalle? Nö, habe ich gar nicht. Ich habe auch keinen Platz mehr. So, nehmen wir hier mal die restliche Kohle mit. Wie gesagt, ich habe auch keinen Platz mehr. Ja, dann würde ich mir eigentlich hier drüben. So, weil eigentlich komme ich ja von hier. So, dann will ich da noch eine Fackel hinhaben, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Dann würde ich sagen, zack, 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 zack. Das wird immer besser. Machen wir das halt mal so. Okay. Was war das jetzt gerade? Ah, okay, Holzhosen, ja. Passt schon. Gut, dann würde ich dich da mal nehmen wollen. Dann sagen wir mal hier 4. Sagen wir mal hier Truhe und dann würde ich da halt mal das Zeug rein. Nee, dich brauche ich noch. Das Zeug reinhauen, das ich hier erwirtschaftet habe. So, das brauche ich alles nicht. Das kann hier hin. Das kann hier hin. Das kann hier hin. Das kann erstmal hier bleiben. Die Erde kann erstmal auch hier bleiben. Und das Zeug kann ich ja dann so peu à peu, so sukzessive holen. So, da wüsste ich auch nicht, wofür ich dich bräuchte, aber du bist noch nicht voll. Du bist voll und du bist voll. Und du bist hier. Gut, und dann kann ich im Inventar jetzt sagen, ach ja, du wärst eine Schaufel gewesen. Dann wärst du vielleicht. Ne, 4 ist aber meine Fackeln. Axt brauche ich gerade gar nicht. So, dann kannst du noch hier unten hin. Die Äpfel können wieder da oben hin. Wobei das eigentlich auch egal ist. Momentan esse ich halt Brot und dann ist gut. Und genau. Genau. So, dann wäre das ja die Geschichte gewesen. Dann sind wir hier fertig. Dann können wir eigentlich da drüben noch das ganze Metall holen. Wobei ich, wie gesagt, ich finde die Wegführung ein bisschen bescheuert. Aber das Zeug soll ja eh nicht mehr da sein. Zack. Zack, das nehmen wir jetzt alles mit. Genau. Und dann können wir ja hier wieder zurück und dich können wir eigentlich vernichten. So. Und du solltest ja dann eh dahin kommen. Genau. Pam. Und dann bist du 5 und dann kannst du dahin. Dann können wir zu dir nochmal sagen, kommst du in den Ofen. Hehe. Kommt der da raus? Ja, tut er. Tut er leider. So, und hier würde ich jetzt mal sagen, dann können wir nämlich eigentlich eine Brücke rüberbauen. Also eine Pflastersteinbrücke. Tschüss. So, Pflastersteinbrücke.
Lange Rede, kurzer Sinn. 5. Zack, zack, zack. Zack. So, und wie sich's für eine ordentliche Brücke gehört, würde ich jetzt erstmal hier runtergehen und mal schauen, okay, das geht noch alles durch. Das ist noch alles super. Das Gezuppel können wir eigentlich wieder wegmachen. Dann gehen wir wieder hier hoch. Gehen wir darüber. So, zack. Zack, das sieht einfach besser aus. Und wie gesagt, also wie sich's für eine ordentliche Pflastersteinbrücke gehört, eigentlich würde ich dich gerne hier ein bisschen runternehmen. So. Und dann können wir eigentlich hier sagen. Ah, warte mal. Warte mal. Dann muss der so sein und. Muss ich den verschieben? Es könnte ja sein, dass ich eigentlich um einen nach rechts verschieben muss. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Beziehungsweise eigentlich muss ich die Treppe vorholen. So, das heißt, ich brauche mehr Steine. Zum Glück habe ich da ja so zwei oder drei. So ganz wenige. So, die Steine müssten eigentlich von hier ausgehend darüber laufen. So, fünf war es natürlich. 1, 2, 3, 4. Genau. So, das Loch da können wir lassen, das ist mir egal. Da haben wir ja Pflastersteine drüber. So, was wir hier jetzt quasi machen, ist halt so Hallen. Untertage. So, und dann wärst du ja 1, 2, 3. Da kommt der nächste hin und dann kommen wir wieder auf die Treppen. Also erstmal. Kannst du dahin? Kannst du dahin? Dann können wir das so, so und so sagen. Und du musst dann natürlich weg. So, und mit dir bin ich dann eigentlich auch mo momentan nicht zufrieden. Du müsstest dann so sein. Genau. Pam, pam, pam. Und dann käme hier, so, das machen wir jetzt mal anders, damit wir einfach besser umschalten können. Das Werkzeug brauche ich ja gerade momentan nicht. Das kann ich dann aktivieren, wenn ich es brauche. Machen wir das so und machen wir das so. Okay, dann kämen wir hier runter. Hier müsste den Block hin. Das Ding könnte man eigentlich ein bisschen vorziehen. Also wenn man das sauber haben wollen würde. Dann könnte man es eigentlich ein bisschen vorziehen. So, hier müsste ich eigentlich eine Reling hinmachen, aber das ist mir gerade egal. Hier vorne müssen wir eine Fackel hinsetzen. Wobei ich mir am Überlegen bin, ob ich hier nicht. Ich glaube, das machen wir fast. Machen wir hier die Fackel hin. Genau. So, dann hätten wir hier quasi diesen Weg. Ja, gut, das hätte vielleicht doch ein. Das probieren wir jetzt nochmal aus. Weil wir wollen es ja schon irgendwie so ein bisschen mittig haben. Aber nur so ein bisschen. Zack und zack. Und dann wäre das hopp. Hopp und die 4 hier oben drauf. Genau. So, das Miesmonster ist weg. Das ist schön.
Und dann können wir hier vielleicht sogar sagen, 5, das war doof, aber so kennen wir das ja von mir. Wobei, warte mal, das ist gar nicht so ein blöder Gedanke. Quasi einfach nochmal, um die Treppe nochmal ein bisschen einzurahmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut aussieht oder nicht. Ich lasse es jetzt hier an der Stelle mal. Dann können wir das theoretisch hier auch mal machen. Und hier auch mal. Und hier kann man das in der Theorie auch machen. So. Na komm, da, da und wo ist jetzt das meiste? Da ist das meiste. 1, 2. Hauen wir dich alles wieder in mein Inventar. So. Und hier ist es eigentlich egal. Genau. Okay, und da läuft noch irgendwas falsch. Da muss ich mir das überlegen. Vielleicht muss ich da auch mal kurz aufmachen. Da läuft das mit dem Fluss noch irgendwie nicht richtig. Aber das ist ja jetzt für den Anfang erstmal egal. So, auf jeden Fall sind wir dann hier. Und dann, da ist ja quasi der Bereich, wo ich halt die Absturzgefahr sehe. Hier drüben geht es ein bisschen weiter. So, und dann würde das quasi hier bedeuten. So und so. Und hier kann man dann theoretisch noch durch, wenn man das möchte, wenn man beschummeln möchte. Und hier wären wir dann bis hier. Hier würde ich eigentlich auch noch eine Fackel draufsetzen wollen. Vielleicht sogar hier. Weiß nicht, ob das gut aussieht. Hier vorne könnte man ja jetzt auch sagen. Pam. Und dann hier so. Könnte man hier so sagen. Na, zack. Und zack. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Es ist gerade ein bisschen sehr unsymmetrisch. Aber das ist halt der Realität geschuldet. So nenne ich das mal. Jo, gut. Und hier oben. Hier oben ist es ja dann falsch. Hier oben würde ich das dann ja so machen, dass ich dich alles wegkloppe. Und dann müsste hier noch einer rein. Also erste Mal will ich quasi den so machen. Oh, da! Dass ich nie aufs Essen achte. Ist auch so eine Geschichte. Genau, aber dann kann ich auch von hier schon mal. Eigentlich ist es viel sinnvoller so. Dann kann die Treppe da nämlich wieder weg. Dann machen wir dich erstmal hier zu. Und dann würde ich hier mal sagen, hier kommt eine Treppe hin. Zack, zack, zack. Dann wäre das so. Und an der Stelle ja so. Wunderbar.
Okay, und dann müsste das ja bedeuten, dass ich hier deine Treppe hinsetze, deine Treppe hinsetze, deine Treppe hinsetze, deine Treppe hinsetze. Und habe ich da unten irgendwie? Nö, wenn die Stufen anfangen, dann da sitzt einfach nur eine Fackel. Genau. So, und auf der Seite hier wäre das ja eigentlich fast egal. Ich kann natürlich sagen, nö, das kann man lassen. Okay. Was mich aber noch stört, ist quasi der Bereich hier. Und der Bereich hier. So. Ich möchte da nämlich nirgends hängen bleiben müssen. Alles klar. So, dann wird hier noch eine Fackel hinkommen und das wäre es eigentlich. Und dann kann man den Bereich hier eigentlich wegmachen. Den braucht es einfach gar nicht. Vielleicht machen wir das mal so, dass wir da hier auch noch einen richtigen Block reinsetzen. Den so haben wir. Eher so, oder? Ah, sei es drum. So, haben wir auf jeden Fall hier dann einen Blick in die Tiefen. Darunter können wir auch. Dann kommen wir nämlich nach da hinten. Was auch immer wir hier hinten wollen. Hier hinten geht es irgendwie nicht weiter. So. Dann haben wir die Geschichte zumindest schon mal auch erledigt. Da würde ich hier gerne noch eine Fackel hinsetzen. Genau. Und, ja. So, und dann würde ich dich vielleicht mal wegmachen. Weil wir dich dann halt auch nicht mehr brauchen. So. Gut, will ich das zumachen, die Löcher? Pff, ich glaube nicht. Okay, dann hätten wir hier quasi so eine Möglichkeit, hier rüber zu kommen. Warum auch immer, was auch immer es hier hinten gäbe. Wahrscheinlich nichts mehr. Da ist ja eh zu, da setzt man mal eine Fackel rein. Genau, weil wie gesagt, es geht ja eigentlich im Prinzip nur um die Ausbeutung. Und auf diesem Niveau haben wir ja schon fast alles ausgebeutet, da oben noch nicht. Hier drüben waren wir ja auch schon. Da können wir uns überlegen, ob wir diese. Dieses Feld behalten wollen. Okay, da ist noch Kohle. Da auch. So, da können wir uns überlegen, ob wir dieses Feld behalten wollen. Und da unten geht es ja jetzt wirklich bloß darum, das maximal noch auszubeuten. So. Aber hier ist ganz schön duster. So, dann würde ich da vielleicht noch eine Fackel hinhauen. Und eigentlich würde ich das ja dann hier auch so machen wollen wie da oben. Wobei wir natürlich nicht zwangsläufig. Nee, du warst ja nicht. Du würdest ja so bleiben. Und dann würdest du und du so hinkommen. Genau. So, und dann müsste ich dich hier absäbeln und dann müsste ich da die Fackel draufsetzen. Genau wie da. Und dann. Nö. Ach komm. So. Ja gut, wenn wir das da hinten so machen, dann machen wir das hier so. Genau. Genau. So, dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal
einen Abstieg. Hier auf dem Niveau haben wir es ja fast geschafft mit dem Ausbeuten. Machen wir erstmal das Niveau da unten noch platt. Und wie gesagt, da geht es ja wirklich bloß um die Ausbeutung von dieser Höhle. Es geht ja wirklich gar nicht darum, da selber noch. Irgendwas anderes zu machen. Und der Clou, warum ich diese Brücke darüber gebaut habe, ist ja, wenn ich hier über die Brücke gehe und dann hier auf den Stein und mich dann darüber grab, dann komme ich dahin, dahin. So, machen wir erstmal hier. Jetzt scheint draußen die Sonne ganz hell. Jetzt ist es hier drin natürlich ein bisschen arg dunkel.